Scheiße nochmal, Nathan! Das ist für dich also sprachlos. Wie lange die Hieran wohl gebaut haben? Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Es ist nur dieser Ort. Selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. Alcazar hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es, aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Hey Sam, sieh dir das an. Eine Schmiede. Hier sind ein paar Entermesser. Halt, du räudiger Hund! Cool. Ich wollte nur... Oh ja, nein, ich weiß. Das sollte nur... Genau, genau. Bist ein mieser Pirat. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Wenn, dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Der Brief ist noch lesbar. Keine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Was wollten wir hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Ich war aber keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, Bill. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt, also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Tja, mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden, als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht.
Was ist hier wohl passiert, hä? Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze, aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Stell dir diesen Ort mal zu seiner Blütezeit vor. Da ist das Symbol wieder. Oh, das hast du auch gesehen, hm? Ja, bevor wir uns getroffen haben. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Nate, sieh dir das an. Ah, ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Echt jetzt? Ja. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Das ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht.
Mach einfach, was ich tue, okay? In der Art. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sehen wie Soldaten aus. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist? Hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau.